Im Kreisimpfzentrum Kurzkitz kommt seit dieser Woche auch Hightech aus Tuttlingen zum Einsatz. Ein Kälteschrank der Firma Binder kühlt die Impfdosen von BioNTech und Pfizer auf minus 80 Grad. Am Vorabend der Impfung werden sie dann langsam aufgetaut. Da der Impfstoff nach wie vor knapp ist, werden sowohl die Lieferung als auch das Kit selbst streng bewacht. Gemeinsam mit Binder-Vizepräsident Michael Pfaff ließen sich Landrat Stefan Bär und OB Michael Beck am Mittwoch die Abläufe im Kitz erklären. Bernhard Flatt und Jürgen Zeller vom Kitz-Leitungsteam berichten, dass derzeit täglich 60 Menschen im Tuttlinger Impfzentrum geimpft werden, demnächst wird auf 80 aufgestockt. Das Kitz in der Kreissporthalle ist seit 22. Januar in Betrieb. In 7 Impfstraßen können theoretisch 750 Menschen am Tag gegen das Coronavirus geimpft werden. Allerdings ist die Zuteilung der Impfdosen weiterhin streng rationiert. Im Laufe des Frühjahrs dürfte die Versorgung aber besser werden. Alles in allem wurden im Kreis Tuttlingen bisher 1250 Menschen immunisiert, die meisten davon über mobile Teams in Pflegeheimen.